Nun ist es soweit. Kira der Störenfried wird auseinandergesmashed. Hoffe ich doch zumindestens. Mit Mario? Nee. Ich denke, ich werde erstmal mit DK anfangen. Das Team sieht aber relativ fresh aus. Ich habe mich eben gerade darum ein wenig gekümmert gehabt, damit wir ein bisschen Zeit sparen können. Ich glaube, ich werde auch direkt mit dem Team losmashen. Schaut euch einmal bitte das Team an. Das kann ich euch einmal kurz zeigen. So schaut's aus. Wir haben 12.242 Team Power. Und ja, so schaut's dann aus. James McCloud, Level 99. Schildstärke, Luftangriffe und nochmal Luftangriffe. Vielleicht werde ich das Team ändern, aber ich lasse es erstmal so, wie es ist. Ich möchte mir schließlich so schnell es geht ein Bild von Kira machen, da ich mir das auch jetzt zum ersten Mal antue. Und Kira habe ich bis jetzt noch nie herausgefordert. Ja, ich habe mir auch diesbezüglich nichts angeschaut. Okay, da ist Kira. Umhüllt von regenbogenartigen Federn, oder wie? Ist ja nice. Schutzschild. Oh, ich habe jetzt schon 20%. Okay, ich glaube, mit DK war das nicht verkehrt anzufangen. Komm. Ja, sehr schön. Schutzschild. Ja, gut gemacht. So ist es richtig. Immer noch bei 20. Oh, was für eine böse Attacke war das denn? Wann ist die denn gekommen? Die habe ich gar nicht geahnt. Schutzschild. Schutzschild. Ja, gar nicht mal so verkehrt, ne? Nice. Oh, irgendwann bringt das aber auch nichts. Haben wir schon handeln. Nicht nur die ganze Zeit in dem Schild drin bleiben. Jetzt. Da immerhin. Okay. Sehr schön. Was passiert jetzt? Oh. Ah, okay. Genauso wie im klassischen Modus, wenn man gegen die Meisterhand kämpft, gibt es irgendwann mal eine kleine Pause für den Gegner. Weil er nicht mehr kann. Mist. Wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel? Da ist sie. Stampfen. Ach, schade. Ah, komm, komm. Aber ich glaube, es ist gar nicht mal so verkehrt, mit einem Charakter wie Donkey Kong oder Bowser zu kämpfen. Mist, ich habe doch mein Schutzschild aktiviert. Kann ich bitte die Arena erreichen? Danke. Ich bin schon bei 106. Übel. Übel. Schutzschild. Okay, jetzt nochmal. Jetzt stampfen. Ach, schade, Mann. Jetzt, oh nee, wieso fällst du denn runter? Da war die Chance. Schutzschild, definitiv. Okay. Nochmal, links. Ich meinte, ja doch, links war richtig. Komm, komm, smash, Junge. Oh, ich habe Kira in den letzten Sekunden viel zu wenig erwischt. Jetzt werden die irgendwie schneller. Schutzschild. Sehr schön, aufpassen. Nochmal. Nochmal. Aufpassen. Sehr schön, ich habe Kira nochmal erwischt. In der Zeit, wo ich mich selber retten wollte. Komm nochmal. Ja, sehr schön. Ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen, wenn ich mich da hätte treffen lassen. Bitte rette dich noch. Oh, dieser Schlag kam so ungünstig. Wo kam der denn her? Mist. Ui, 14.382. Da bin ich dabei, liebe Leute. Schildstärke haben wir auch, nice. Okay. Ich glaube, das sieht ein bisschen besser aus. So, der erste Kampf und ich habe verloren. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehrere Versuche brauchen werde. Mit 2 Fails kann ich noch leben. Oder meinetwegen mit 3 weiteren Fails. Aber irgendwann muss auch mal was passieren. Ah, okay, so funktioniert die Attacke. Ich kann da einfach stehen bleiben. Hauptsache, ich stehe da nicht unter einem Flügel. Unter einem spitzigen Flügel. Ah, das ist böse, die Attacke. Ich glaube, ich bräuchte nochmal einen neuen Versuch. Weil ich habe jetzt schon zu viel Damage abbekommen. Sehr schön. Abhauen. Nein, du bist genau in die Kugel reingeflogen. Oh, jetzt schon 65. Jetzt nochmal, komm. Ja, sehr schön. Nochmal. Sehr schön. Ja, sehr schön, DK. Sehr schön. Sehr schön. Weiter. So, jetzt hier unten wieder, ne? Weiter. Jeder Damage zählt. Spring hoch. Rechte Seite. Sehr schön, DK. Einfach nur smashen, Junge. Einfach nur smashen. Smash, was das Zeug hält. Weiter. Du bist jetzt viel zu weit gekommen, um aufzugeben. Du hast viel zu viel eingesteckt. Viel zu weit gekommen. Oh, Mist.
Schutzschild, das wird gefährlich. Kann man auch irgendwann mal die Ultra-Smash-Attacke einsetzen? Oder dann doch lieber mit Bowser unterwegs sein? Weil die Ultra-Smash-Attacke mit Bowser sitzt, Mann. Komm. Oh oh. Oh oh. Ich hab ihn nochmal gerettet. Oh nee, ich komme da oben nicht an. Doch. Aufpassen, Schutzschild. Weg da. Oh nee, ey. Das sieht wieder brutal aus. Die spielen mit mir Ping-Pong. Jetzt. Weiter, weiter, DK. Nochmal. Super. Das war optimal, dass ich da war. Schutzschild. Nein, das gibt's nicht. Ach, schade. Ich frag mich gerade, ob ich doch mit Bowser kämpfen sollte. Da ich in den letzten Parts sehr oft mit Bowser unterwegs war und mit Bowser kam ich sehr gut klar. Mist, Mann. Der zweite Fail. Oh, und dieses Smash macht mich gerade mega hungrig. Wie sieht es eigentlich aus mit dir, Samus? Oder mit irgendeinem Schwertkämpfer? Welche Farbe nehmen wir? Ach, ich nehme einfach die normale Form. Geht auch klar. Ja, vielleicht kann ich ein bisschen besser smashen mit Bowser. Schutzschild, genau, mein Schutzschild muss ich des Öfteren benutzen. Und ich muss in den ersten 3-4 Minuten zusehen, dass ich so wenig wie möglich Damage abkriege. Sonst sitze ich in den nächsten 3 Stunden immer noch an diesem Part. Eieiei. Sehr schön. Ja, heftiger Schlag von Bowser. Ey, Bowser haut richtig rein, Mann. Heftig. Ah ne, okay. Mit Bowser bringt das nicht allzu viel. Jetzt aber. Mit DKR. Pass auf, nach links. Ja, super. Smash, smash. Okay. Stampfen. Sehr schön. Ich bin noch auf der Arena. Pass auf. Duck dich. Sehr schön. Ah, egal, egal. Passiert, passiert. Passiert. So, da. Da, weiter, weiter. Weiter, weiter. Sehr schön. Nach rechts jetzt. Nein, verdammt, diese Platte. Nein, da war die Chance. Diese Plattform hat mich irritiert, Mist, ey. Rechts. Och mal, ey, wenn du in die falsche Richtung smashst. How stupid. Oh, da sind diese Kollegen wieder. Das ist Diddy Kong, okay. Aufpassen. Ach, die sind auch gefährlich, Mann. Sehr schön. Jetzt. Da ist die Chance. Smash. Smash. Weiter, weiter. Weiter. Nochmal. Nicht aufgeben. Oh, verdammt. Ich stecke fest. 80%. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Sehr schön. Runter. Runter. Weiter, weiter, weiter. Nochmal. Bowser. Komm, komm. Nur noch ein bisschen. Ach, nur noch ein bisschen. Oh, nur noch ein bisschen, Leute. Wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Ich falle aber runter. Hä? Oh, ich bin gerade so krass erleichtert. Das zählt nicht als Niederlage. Ui, ich muss kurz einmal durchatmen. So viele Lernjuwelen, hört das denn auf? Ey, ich bin gerade weg vom Fenster. Boah. 9 Minuten, ey. Peinlich. Goldener Hammer. Den will ich haben. Heftig, so viele Lernjuwelen. Heftig. Ich bin gerade voll drin. Ist das ein Auge gewesen? Yo, Kira, die Essenz des Lichts war besiegt. Nun gebot der Finsternis niemand mehr Einhalt. Jetzt, das ist jetzt nicht der letzte Part, oder wie? Ich meine, es gibt ja da noch einige Kämpfer. In Augenblicken war die Welt der Dunkelheit anheimgefallen. Mit Hilfe der versklavten Geister und Kämpfer. Bis jetzt haben wir 42 befreit. Fällt ein weiterer Widersacher über die Welt her. Das, die Essenz des Dunklen und des Chaos. Was?
Wie jetzt? Gibt es jetzt noch einen Bossfight oder wie? Okay. Ich bin da jetzt nicht reingesprungen. Da war gerade ein Beben. Deswegen bin ich da in das Loch reingefallen. Das Land der Finsternis? Das war gar nicht verkehrt, mit Bowser zu kämpfen. Hä? Warte mal. Wie jetzt? Noch eine Welt? Was haben die denn mit Super Smash Bros. Ultimate gemacht? Abgefahren, es gibt noch eine Welt. Ich krieg grad voll die Gänsehaut, Mann. Okay, ein bisschen muss ich an Pokémon Schwert, die Schneelande der Krone, denken. Wenn man an den Dynamax-Abenteuer teilnimmt, so wird ja einem immer eine Karte einmal gezeigt von den vier Pokémon und von den Routen. Das hat was bisschen davon. Ey, das ist jetzt absolut wahr. Es geht weiter mit diesem Let's Play. Ja, ich dachte, das wird der letzte oder der vorletzte Part sein. Da habe ich wohl falsch gedacht. Naja, eine Sache habe ich ja die ganze Zeit im Hinterkopf, und zwar, es gibt noch insgesamt so 30, 31 Kämpfer, die wir befreien können. Bis jetzt haben wir nur 42, wo sind denn die anderen, ne? Starker Smash, verstärkt eigene Smash-Angriffe, verkürzt Smash-Aufladezeit, okay. So, das war's. Ich habe keine Lernjuwelen mehr. Das ist mega abgefahren gerade. Ich speichere mal kurz ab, weil ich das Bedürfnis danach habe. Und das war gerade mal der Schwierigkeitsgrad. Normal, ey. Gut. Und nu? Es gibt drei Möglichkeiten, diesen Fleck zu verlassen. Oh, was haben wir denn da? Ich glaube, ich fange erstmal hier auf der linken Seite an. Ein Inkling? Metall-Inkling. Bei hohem Gegnerschaden Riesenverwandlung für Gegner. Metallverwandlung für Gegner. Okay, alles klar. So wie es aussieht, sind wir auch nicht im Nachteil. Mann, der Kampf von eben hat mich ein bisschen durstig gemacht. Okay, alles klar. Dann smashen wir wieder wie gewohnt. Ach ja, ich muss ja nicht wieder mit Bowser unterwegs sein. Ich habe mich jetzt für Bowser aus zwei Gründen entschieden. Ich bin ein großer Fan von Bowser in Super Smash Bros. Ultimate. Und ich habe ja in den letzten Parts des Öfteren mit Bowser gesmashed. Und ich habe... Oh, Junge. Nein, komm schon. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich mit Bowser jetzt im wichtigen Kampf eine bessere Figur abgeben kann, anstatt dass ich jetzt im Part plötzlich mich doch für einen neuen Charakter entscheide und versuche erstmal auf diesen Charakter klarzukommen. Boah, komm schon, das Schwert. Pass auf. Nein! Pass auf, Mann! Sie kann die Ultra Smash Attacke einsetzen. Übel. Ja, gut gemacht, Bowser. Das ist doch ein Inkling-Mädchen gewesen, oder? Oder war das doch der Junge? Nice. Okay. Somit befinden wir uns jetzt in einer neuen Welt. Und den ersten Kampf hätten wir absolviert. Was passiert jetzt? Ui. Uiuiui, das sieht ja aus wie die Rennpiste in der ersten Welt, nur halt in der dunklen Form. Ach, war es hier schon eine Hand? Wobei, wir haben ja gerade richtig viele Hände gesehen. Okay, Leute, ihr wisst, was zu tun ist, ne? In den nächsten Parts werden wir wieder weitermachen mit Super Smash Bros. Ultimate, da wir noch nicht fertig sind. Lucario und Pink. Lucarios Aura wird stärker. In dem Nachteil, nee. Ich behalte erstmal das Team. Ich meine, eben gerade im Kampf gegen Kira konnten wir uns auch gut zeigen mit diesem Team und gut machen. Okay, die Kraftpunkte reduzieren. Nicey, nicey. Sowas mag ich doch. Sowas mag ich sehr. Ich liebe das. Ist mir irgendwie sogar lieber als diese Prozentanzeigen, die halt einem zeigen, so viel Damage hast du schon abgekriegt. Irgendwie mag ich das. Vielleicht, weil ich viel zu viel Pokémon gespielt habe. Sprungkraft verringert. Gen heißt der Primärgeist, den wir gerade erhalten haben. Nice. Okay. Interessant. Lucario, Geschosse und Kraftwelle. Spezial seitwärts. Ach was. Crazy Hunt? Okay. Ist ja interessant. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nicht der einzige Kampf jetzt gegen Crazy Hunt sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass
hin und wieder mal so Zwischenkämpfe stattfinden werden, indem wir tatsächlich gegen Crazy Hunt kämpfen. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt die Crazy Hunt nicht allzu schwierig ist zu besiegen. Also nicht so wie Kira. Bei Kira habe ich gerade eine Sache festgestellt. Kira ist natürlich nicht zu unterschätzen, aber in diesem Kampf kann man irgendwie leicht irritiert werden wegen den Federn oder Flügeln oder was das auch immer sein mögen. Regenbogenartige Umhänge, keine Ahnung. So, jetzt sollte ich Crazy Hunt aber auch nicht unterschätzen. Ein blöder Fehler und ich bin draußen. Komm. Ja, sehr schön. Pass auf, Junge. Ja, gut gerettet, Bowser. Aber ich kämpfe irgendwie viel zu gerne mit Bowser, merke ich. Bowser ist einfach Hammer. Yeah. Das war's. Wie im klassischen Modus. Episch und nostalgisch. Und Bowser ist die ganze Zeit hüpfen. Hüpfen. Als ob er Trampolin unter sich hätte. Boah, wie viele Lernjuwelen haben wir denn jetzt bekommen? 6? 10? 15? Das geht jetzt richtig ab. Okay, nice. Jetzt weiß ich wenigstens, wie wir auch die anderen Gaben erlernen können. Ich meine, für diese brauchen wir ja sehr, sehr viele Lernjuwelen. Was ist denn los mit der Crazy Hand? Die dreht ja komplett durch. Okay. Wir können hier abbiegen. Nee, lass uns mal hier diesen Kampf wahrnehmen. Warte mal. Okay, die Kugeln sind hier dunkel. Entei? Baiku und Suikun. Fayutsu. Okay, ich wechsle einmal den Kämpfer, liebe Leute. Welchen Kämpfer nehmen wir denn? Vielleicht mal irgendeinen Kämpfer, den ich bis jetzt gar nicht benutzt habe. Gebt mir auch gerne in den Kommentaren Bescheid, falls ihr Wünsche habt, weil so wie es aussieht, geht das LP auf jeden Fall noch weiter. Schalk. Genau, mit Schalk will ich ein bisschen kämpfen. Ja, das sieht cool aus. Ich habe auch schwarze Haare. Okay, komm. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, an dem Team sollten wir mal was vielleicht machen. Aha, welche Primärgeister gehen auch noch klar? Feuerboden, Schutz, Rückenschild. Wollen wir mal dieses Team nehmen? Machen wir. Außerdem wird der Kyoto auch von Entei unterstützt. Es brennt, der Boden verursacht schweren Schaden. Ach was. Okay, gleich abchecken mit dem Team, was wir haben. Nice, uns geht's blendend. Ja, super, sehr, sehr schön. Heute werde ich wieder versuchen, mir einige Geistercharaktere auf der Geistertafel klarzumachen. Ja, ich dachte, im Moment wird das jetzt nicht mehr notwendig sein, weil ich nicht sofort vorhatte, auch den schwierigen Modus hier vorzuknöpfen. Da ich noch einige offene Let's Plays habe, die ich gerne zu Ende bringen wollen würde, wie Super Mario Sunshine, Super Mario Odyssey, und in den nächsten Wochen möchte ich auch sehr gerne mit zwei neuen Let's Plays anfangen. Pokémon Sonne, Nuzlocke und New Super Mario Bros. U für die Wii U. Okay, aufpassen, Junge. Boah, nochmal. Da ist Fueko. Wie? Ich wurde erwischt? Ich dachte, ich habe Fueko erwischt. Hä? Das war jetzt ein bisschen überraschend. Heftig. Voll die lustige Aktion. Ich dachte, ich habe gerade Fueko erwischt. Da habe ich wohl falsch gedacht. Okay. Sehr schön. Gut gesmashed. Oh, ich liebe das. Seitdem ich das begriffen habe mit den Primärgeistern und auch das mit der Autowahl, dass das nicht nur bei den Primärgeistern möglich ist, auch bei den Subgeistern, macht das Smashen im Abenteuermodus noch mehr Spaß. Jetzt. Oh, Mist, Mann. Oh. Das ist heftig. Die drei sind irgendwie nicht unterschätzen. Sehr schön. Da hat mich jemand mit dem Boomerang oder so angegriffen. Ne, Wasserschuriken. Sehr schön. Okay, einer ist weg vom Fenster. Der zweite ist auch weg vom Fenster. Jetzt nur noch Fueko. Ja, was ist das? Zerschmettern. Ach was, cool. Man kann sich hier eine Technik aussuchen. Ja, komm mal her, Fueko. Ich hab nicht die ganze Zeit Zeit. Was nehmen wir wieder? Schild. Yeah, Schild ist cool. Boah, pass auf, ich will nicht nochmal verlieren. Jetzt. Nice, diesmal steht gewonnen. Ah, außerdem haben wir 56% auf dem Tacho. Geht schon klar.
3251. Hammer. Höchstwahrscheinlich brauchen wir wieder für diese Welt einige bestimmte Primärgeister oder Zapgeister, damit man in dieser Welt vorankommen kann. Nice, nice. Okay. So, da ich jetzt auch, ich sag mal, im Flow bin durch die erste Welt, könnten wir hier in der zweiten Welt ein bisschen besser klarkommen, denke ich. Gut, ja, welchen Kampf wollen wir wahrnehmen? Lass uns mal diesen Kampf dort hinten wahrnehmen. Vielleicht verschwindet dann die Wolke von hier aus ebenfalls. Ja, sieht schon mal ein bisschen besser aus. Octolink-Mädchen und Octolink-Junge. Ich glaube, das wird ein heftiger Smash-Fight. Anpassen definitiv. Ja, das reicht. Hauptsache nicht im Nachteil sein. Da ich mir erstmal die zweite Welt in Ruhe anschauen möchte. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns in den nächsten Parts in dieser Welt treffen und hoffentlich werden wir den nächsten bösen Gegner besiegen können, wie Kira. Okay, aber dieser Kampf, wie bereits erwähnt, wird, glaube ich, nicht so easy. Schnell, schnell. Oh, ich werde gerade voll bearbeitet. Oh, Mist, Mann. Oh, schnell, rette dich. Schalk, sehr schön. Abhauen. Oh, dieser Typ regt mich gerade voll auf. Oh, heftig. Ich werde gerade hier voll auseinandergenommen. Ich krieg das nicht mal hin, die Platte oder den Boden irgendwie zu erreichen. Sehr schön, weg mit dir. Sehr schön. Oh. Ja, super. Gut gemacht, Schalt. Feuerblume nehme ich mal zur Sicherheit mit. Oh, Ultra Smash Attacke. Jetzt geht's los. Hey. B. Hä? Ach, schade. Das muss ich noch ein bisschen besser üben. Aufpassen. Heftig. Was für ein heftiger Kampf. Mist. Die Feuerblume hat mich gerade voll genervt. Ja, super. Schalk in Pink. Schön eingeschmiert. Octolink-Mädchen und Octolink-Junge als Primärgeist erhalten. Und 4 Lernjuwelen. Ja, warum nicht? Okay, Leute. Dann schauen wir mal kurz auf der Weltkarte, was so passiert. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Uiuiui. Ich dachte schon, der Boden, ja, besteht aus Strömen. Okay. Also aus, ja, irgendwas Elektrischem. Wegen den blauen Linien gerade. Gut, was haben wir hier? Landmaster. Okay. Ah, da auf der anderen Seite ist ein Kämpfer, den man befreien kann. Ich würde vorschlagen, wir machen im nächsten Part einfach auf der anderen Seite weiter. Ne, von hier aus. Denn wie wir bereits gesehen haben, ist da ein Kämpfer. Wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn wir den nächsten Kämpfer befreien können. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Macht es gut und tschüssi, Leute.